Moin, liebe Leute. Heute bin ich mal wieder da mit der dritten mathematischen Ergänzung und wir wollten uns da jetzt mal so ein bisschen ein paar Themen zuwenden, die, ich teile das mal eben mit Ihnen, da sind wir, die, wie Sie hoffentlich schon in der Vorlesung gemerkt haben, nicht so ganz irrelevant sind. Ja, und zwar Differential- und Integralrechnung. Das klingt jetzt erstmal etwas erschlagend, aber keine Sorge, so schwierig ist das nicht. Ja, im Prinzip, was ich jetzt mal etwas näher bringen möchte, ist generell die Frage der Ableitung. Was mache ich damit? Wofür ist das gut? Und vor allem, da es eine mathematische Ergänzung ist, wie gehe ich mathematisch damit um? Ja, und dazu gucken wir uns erstmal den einfachsten Fall an. Das ist hier einmal dargestellt, die Steigung einer Geraden. Da sehen Sie hier eine Gerade. Das wäre die dazugehörige Geradengleichung. Das wissen Sie hoffentlich wirklich noch aus der Schule. Ja, Sie können so eine Größe hier auf die y-Achse packen, ein y, eine andere Größe auf die x-Achse. Ja, da haben Sie ein y in Abhängigkeit von x. Das Ganze soll jetzt eine Gerade sein. Sie haben also eine gewisse Steigung m. Das ist, gibt Ihnen an, wie steil diese Gerade ist. Ja, plus ein gewisses b, was Ihnen hier diesen y-Achsenabschnitt gibt. Natürlich ist x und y jetzt sehr, sehr generell gewählt. Ja, x und y. Wie Sie vielleicht in der Vorlesung schon gemerkt haben, das können verschiedenste Sachen sein. Und je nachdem, was das ist, hängt es auch davon ab, was uns diese Steigung b angibt. Ja, zum Beispiel, was wir ganz, ganz häufig haben werden, da wir ja gerade mit Kinematik angefangen haben. Naja, auf der x-Achse können wir zum Beispiel die vergangene Zeit auftragen und auf der y-Achse, ja, irgendeine Art, ja, Bewegungsdistanz oder sowas. Ja, dann können wir überlegen, was kriegen wir da raus? Naja, das ist dann sowas wie, ja, zurückgelegte Entfernung gegen Zeit. Das heißt, diese Steigung, ja, hätte dann auch die entsprechende Eigenschaft oder die entsprechende Einheit. Ja, y-Achse irgendwas mit Metern, x-Achse irgendwas mit Sekunden, also Einheit Meter pro Sekunde. Also gäbe uns das eine Geschwindigkeit. Ja, ganz einfach. Wir können uns auch ganz abstrakt, ja, keine Ahnung, irgendeine Maschine vorstellen, die, naja, wird ja lange Tage werden dann wieder kürzer, Weihnachten kommt, die sagen wir Kuchenteig verarbeitet. Ja, da können Sie genauso auf die X-Achse wieder die Zeit schreiben und auf die Y-Achse, ja, sagen wir mal, wie viel Kilogramm Kuchenteig diese Maschine verarbeitet hat. Ja, und dann kriegen Sie hier als Steigung irgendwas raus mit Kilogramm pro Sekunde. Das wäre dann sozusagen die verarbeitete Masse, ja, Kuchenteig, die diese Maschine pro Zeit verarbeiten kann. Ja, das würde in diesem Fall die Geradengleichung bedeuten. Und immer so weiter, ja, sie kriegen immer raus irgendetwas pro andere Einheit, also quasi, ja, eine Art verallgemeinerte Steigung. Ja, je größer dieser Wert ist, desto mehr kriegen sie pro irgendeine andere Einheit, ja. Das heißt, desto mehr Kuchenteig kriegen sie pro Minute raus, ja, bei der Geschwindigkeit, desto mehr Distanz schaffen sie pro Sekunde. Und so weiter. Ja, aber generell, das muss keine Zeit sein, das können alle möglichen Einheiten sein, das ist vollkommen generell. Gut, wie definieren wir jetzt diese Steigung? Naja, kein Problem, das ist eine Gerade hier, da ist die Steigung überall gleich. Ja, wir brauchen also zwei Punkte. Einmal diesen Punkt x1, y1, den wir hier hinsetzen. Ja, und einen zweiten Punkt x2, y2. Und da müssen wir überlegen, wie kommen wir auf die Steigung? Naja, ich habe gesagt, das ist sowas wie viel, ich sag mal, y-Einheit hier, wie in einem, oder wie viel y-Achsenabschnitt wir in einem gewissen x-Achsenabschnitt schaffen. Naja, gut. Dann gucken wir also einfach uns diesen x-Achsenabschnitt an und schauen, wie viel y-Achsenabschnitt damit verbunden ist. Je mehr das ist, desto steiler wird die Kurve. Das bedeutet, die Steigung ist definiert als, naja, wir haben gesagt, das soll m sein. Das ist sowas wie die Differenz meiner beiden y-Werte an den beiden Punkten, die mich interessieren. Ja, das war Punkt 1, das ist Punkt 2, das ist mein zweiter y-Wert, das ist mein y-Wert. Und das teilen wir durch die Differenz der x-Werte, die mich interessieren. Ja, also auch da, der zweite x-Wert ist hier, der erste x ist 1, x-Wert ist da. Ja. Also y2 minus y1 kann ich ja auch abgekürzt schreiben als, das macht man häufig, Delta y. Das wäre dann dieser Abschnitt. Und das Ganze teilen wir durch Delta x. Ja, also diesen Abschnitt hier in x-Richtung. Ja, das bedeutet, naja, gut,
Das ist nichts anderes als ja, dieser Abschnitt geteilt durch diesen Abschnitt oder Tangens Alpha. Wenn Sie überlegen, wie der Tangens definiert war, ja, das war die Gegenkathete. Sie sehen, hier ist ein Dreieck, das Sie mit diesen beiden Punkten aufmachen können, ja, und diesen dritten Hilfspunkt hier unten. Das ist dann die Gegenkathete geteilt durch die Ankathete. Ja, Sie sehen, die Gegenkathete ist genau ihr Delta Y, ihre Ankathete ist genau ihr Delta X. Ja, das heißt, ihre Steigung ist genau der Tangens dieses Winkels. Ja, und das, was auch noch schön ist, dieser Wert ist natürlich überall gleich. Ja, es ist eine Gerade, ob Sie hier gucken, da gucken, dort gucken, ist vollkommen egal. Ja, auch wenn Sie den Abschnitt halb so groß machen, dann wird natürlich der Y-Abschnitt auch halb so groß, auch dann kriegen Sie wieder den gleichen Wert raus. Das ist sehr, sehr schön. Damit sind wir hier fast fertig, aber wäre natürlich schön, oder zu schön, wenn das schon alles wäre. Natürlich ist das bei echten Funktionen nicht immer so einfach. Ja? Nicht alles in der Welt ist eine Gerade. Ja, das wäre ja sonst viel, viel zu einfach. Deswegen ist der Punkt, der uns jetzt wirklich interessiert, natürlich die Steigung einer beliebigen Funktion. Ja, und hier kommt die Ableitung ins Spiel. Das bedeutet, naja, in diesem Fall ist dieser Quotient, den wir rauskriegen, also das Delta Y geteilt durch Delta X, nicht mehr in jeder Position das gleiche. Das sehen Sie hier schon, ja. Diese Funktion, die Sie hier sehen, ist definitiv keine Gerade mehr. Ja, und wenn Sie überlegen, wir hatten vorhin gesagt, was uns interessiert, ist sowas wie die Steigung. Naja, die ist hier von Punkt zu Punkt offensichtlich unterschiedlich, ja. In diesem Abschnitt kriegen Sie eine komplett andere Steigung raus als hier vorne. Ja, das bedeutet, jetzt mathematisch übersetzt, bei nichtlinearen Funktionen, nicht linear, also keine Gerade mehr, ändert sich die Steigung abhängig vom Argument x. Das bedeutet einfach nur, naja, an jedem Punkt hier kriegen Sie eine andere Steigung raus. Hier muss die Steigung als Grenzwert in einem Punkt angegeben werden, steht jetzt hier. Ja, das klingt jetzt erstmal kompliziert, ist es nicht. Das werde ich Ihnen jetzt nochmal übersetzen, sozusagen. Ja, wir müssen also überlegen, was kann ich hier angeben? Ja, generell kann ich mir jetzt wieder zwei Punkte raussuchen, wie wir es gerade schon gemacht haben, zum Beispiel den und den hier. Dann habe ich ja im Prinzip wieder so ein Delta Y und ein Delta X. Ja, genauso wie wir es gerade gemacht haben. Ich kann wieder so eine Gerade durchlegen. Ja, und von dieser Gerade kann ich jetzt natürlich die Steigung bestimmen. Das ist die sogenannte Sekantensteigung. Ja, der genaue Begriff ist jetzt nicht ganz so relevant, aber ne, das sagt uns einfach nur, naja gut, wir nehmen die beiden Punkte und betrachten jetzt einfach mal die Steigung zwischen diesen Punkten. Ja, können Sie wieder ausrechnen. Was Sie feststellen werden, ist, naja gut, die Kurve ist in diesem Bereich nicht ganz eine Gerade, aber schon in ganz okayer Näherung. Ja, wenn Sie hier mal diesen roten Verlauf vergleichen mit diesem grünen, ja, ist nicht perfekt, aber nah dran. Ja, was Sie damit also ausrechnen können, ist, naja, das ist sowas wie die mittlere Steigung, die Ihre Kurve in diesem Bereich hat. Die mittlere Steigung können Sie über diese grüne Kurve ganz gut annähern, wenn Sie einfach Delta Y geteilt durch Delta X rechnen. Ja, also der Y-Achsenabschnitt hier zwischen den beiden Punkten geteilt durch die X-Achsendifferenz zwischen den beiden Punkten. Ja, damit kommen Sie ganz gut hin. Gut, was Sie jetzt aber gerne hätten, ist natürlich, ich bin gesagt, das kommt ganz gut hin, aber nicht perfekt und vor allem kommt das nicht für jeden Abschnitt hier. Ja, was Sie jetzt also haben wollen, ist die sogenannte Ableitung. Ja, das bedeutet, gucken wir nochmal eins zurück. Wir wollen sowas wie den Grenzwert in einem Punkt haben. Wie kommen wir da hin? Naja, ganz naiv gesagt, können Sie sagen, naja, wir hatten jetzt einen gewissen X-Achsenabschnitt hier, der breit ist. Und wir haben gesagt, naja, dadurch, dass ich den so groß wähle, ist das nicht mehr ganz eine Gerade. Was ich im Prinzip jetzt machen kann, na gut, dann nehme ich diesen Abstand halt halb so groß. Wenn das immer noch nicht hinkommt, kann ich ihn nochmal halb so groß wählen. Wenn das immer noch nicht hinkommt, immer noch halb so groß und immer so weiter, bis ich wirklich nur noch ein ganz mikroskopisch kleines Stückchen vom Anfangspunkt weggehe. Wenn ich das so mache, komme ich zur Ableitung. Ja, deswegen mal wieder so ein bisschen Definition. Keine Sorge, das ist nur Vokabellernen, da kommen Sie auch hin. Ja, die Steigung meiner Funktion f von x im Punkt x1. Ja, das ist wichtig. Wir hatten bisher immer gesagt, so eine Steigung war definiert zwischen zwei Punkten. Ja, ich habe hier den Punkt rausgesucht, in den da oben. Und jetzt sage ich auf einmal, meine Ableitung ist oder soll auch an einem einzelnen Punkt definiert sein. Ja, da komme ich gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen, wie wir das machen. Ja, und das ist jetzt meine Ableitung. In diesem Fall nenne ich sie mal f' von x1. Ja, ich habe gesagt, ich kann die an einem Punkt definieren. Also kann ich mir die auch an einem Punkt einzeln angucken. Ja, ich kann mir die auch an jedem anderen Punkt der Kurve nachher angucken. Die Ableitung
soll jetzt sein der Grenzwert der Sekantensteigung für Delta x gegen 0. Okay, das übersetze ich Ihnen jetzt nochmal. Ja, ich hatte Ihnen ja vorhin gesagt, wir haben unser Delta x, Delta y. Wir haben gesagt, die Sekantensteigung ist das, wenn ich diese beiden Punkte habe und erstmal eine Gerade reinlege. Dann habe ich Ihnen gesagt, naja gut, da kann ich ja im Prinzip einen x-Achsenabschnitt halbieren, 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 halbieren. Das ist nichts anderes als das, was hier steht. Delta x gegen 0 bedeutet, ich halbiere das sozusagen so lange und mache diesen Abschnitt immer kleiner, bis ich quasi an meinem Punkt x1 bin und noch ein klitzekleines bisschen darüber gucke. Wirklich so mikroskopisch wenig, dass das fast nichts ist. Ja, ich lasse also diesen zweiten Punkt, den ich nehme, den Abstand zu meinem Punkt x1 immer, immer, immer kleiner werden. Ja, sodass ich nur noch haarfeines bisschen darüber bin. Und dann gucke ich sozusagen, ja, welchen y-Achsenabschnitt schaffe ich in diesem minimal kleinen Stückchen weg von meinem Punkt x1. Ja, das ist sozusagen der Grenzwert meiner Sekantensteigung für Delta x gegen 0. Ja, ich gehe mit meinem Delta y dann natürlich auch fast gegen 0, bei meinem Delta x auch fast gegen 0. Aber dadurch, dass ich beides proportional kleiner mache, ist der Quotient aus beiden wieder ein endlicher Wert. Ja, die Ableitung ist also die Steigung der Tangente der Funktion f von x im Punkt x1. Tangente, okay, gucken wir uns das mal an. Ja, ich hatte gesagt, ich nehme diesen zweiten Punkt. Ja, hier links ist die x1 und hier ist der zweite Punkt, der uns interessiert. Ja, x1 plus Delta x und dass dies Delta x gegen 0 geht. Also rücke ich mal ein bisschen hierher und dann werde ich feststellen, okay, die Steigung, die ich dann rauskriege von hier bis da, wäre ein bisschen, ja, anders definiert als vorhin. Dann rücke ich noch ein bisschen näher, dann kann ich wieder sozusagen eine Gerade hier durchlegen, dann stelle ich fest, okay, die Steigung ist noch ein bisschen anders definiert und die Abweichung meines Stücks hier von einer Geraden wird kleiner. Es wird also gerade. Und dann rücke ich irgendwann ganz, 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 ganz nah ran mit dem zweiten Punkt. Ja, und dann, wenn ich so nah ranrücke, ist diese Näherung als Geraden ganz gut. Ja, dann habe ich hier sozusagen mein Punkt x1, mein zweiten Punkt x2, der nur noch ein klitzekleines bisschen von x2 weg ist. Und dann kann ich sozusagen die Tangente da durchlegen. Ja, das bedeutet, wenn ich die ja, ideal nah dranlege, ist die Steigung sozusagen durch diese Tangente, die Steigung meiner Tangente gegeben. Ja, das heißt, die kann ich hier einfach durchlegen. Gut. Ja, das heißt, ich habe meine Funktion f von x. Und jetzt, dadurch, dass ich diese sozusagen Tangentensteigung definiert habe, ja, kann ich das also für jeden einzelnen Punkt meiner Funktion machen. Ja, ich kann für jeden einzelnen Punkt sagen, zum Beispiel auch hier oben, naja gut, ich gucke mir den Punkt hier oben an, ich will die Steigung zum zweiten Punkt haben, der zweite Punkt ruckt so mikroskopisch nah dran, ja, dass ich fast an diesem Punkt dran bin, aber eben auch nur fast. Und das kann ich letzten Endes durch die Tangente annähern, die hier so horizontal verlaufen wird. Ja, also wir wissen ja, wie die Tangente so definiert ist. Ja. So dieser Streifeneinfall. Ja, wenn ich meine Kurve habe, ist das die Kurve, die sozusagen oder die Gerade, die diese Steigung genau berührt, senkrecht drauf steht. Ja, und damit kann ich das machen. Was heißt, um nochmal ein bisschen mathematischer zu werden, wie ist diese Tangentensteigung jetzt mathematisch definiert? Ja, meine f', das sollte meine Ableitung sein. Es gibt noch andere Arten und Weisen, das zu schreiben, da komme ich gleich noch drauf. Am Punkt x1. Also hier soll jetzt gegeben sein als, na, ich nehme wieder mein y2 minus y1 geteilt durch x2 minus x1. Aber hier habe ich noch was vorstehen, und zwar der Limes Delta x gegen 0. Das ist nichts anderes als das, was hier steht. Das ist der Grenzwert für Delta x gegen 0. Dazu schreibe ich das Ganze nochmal um. Ja, wir hatten gesagt, y2 minus y1 ist nichts anderes als Delta y, also dieser Abschnitt. X2 minus X1 ist nichts anderes als Delta X, also dieser Abschnitt. Alles, was ich jetzt machen muss, ist, naja, ich gucke mir das, was ich Ihnen vorher versucht habe, nahezubringen, so an, indem ich diesen X-Abschnitt immer halbiere, 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 bis ich halt irgendwann wirklich ganz nah an diesem Punkt bin. Und das ist nichts anderes, was hier steht, als, ich sag mal, eine formale Benennung dieses Verfahrens, diesen Abschnitt immer, 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 immer kleiner zu machen. Ja, das heißt hier, das ist der Grenzwert Delta X gegen 0. Ja, das bedeutet nichts anderes, als ich gehe ganz, ganz haarfein hier wieder dran. Ja, das ist einfach nur, ja, in der Mathematik wie in der Physik sind wir faul. Ja, das heißt, ich möchte nicht, wenn ich diesen
ja, ich sag mal, mathematischen Vorgang beschreiben möchte, sowas sagen wie, ja, wir nehmen jetzt hier irgendwie diesen Abstand, halbieren den immer wieder und irgendwann sind wir ganz nah dran und bla bla bla. Ja, das wird ein bisschen länglich, sondern ich möchte das kurz und knapp ausdrucken. Und das bedeutet einfach nur, ich kann hier sagen, okay, mein Grenzwert Delta x gegen 0 beschreibt genau diesen Vorgang. Ja, das bedeutet, ich mache einfach diesen Grenzübergang, dass ich diese beiden Punkte ganz, ganz nah aneinander packen lasse. Gut. Jetzt aber mal ganz konkret. Ich habe gesagt, das ist Mathematik. Das heißt, da muss ich auch was berechnen lassen. Und das möchte ich jetzt einmal mit Ihnen durchgehen, wie das aussehen würde. Dazu nehme ich mal eine ganz einfache Funktion, und zwar eine Parabel. Ja, wie sieht die aus? Meine Funktion y, oder falls Sie es aus der Schule eher so gewohnt sind, vielleicht f von x. Das kann ich hier synonym verwenden. Ja, das ist das, was ich auf die y-Achse packe, ist sowas wie a, also eine Parabelsteigung, mal x Quadrat. Ja, das heißt, was da rauskommt, ist so eine Parabel. Jetzt kann ich einmal diesen Differenzenquotienten ausrechnen. Auch hier nochmal zur Vokabel, was ist ein Differenzenquotient? Das wäre das. Ja, ich habe hier zwei Differenzen auf der x- und auf der y-Achse. Ich bilde den Differenzenquotienten und das gibt mir diese eher großformatige Sekantensteigung. Ja, das heißt, das ist noch nicht die Ableitung. Ich gehe mal wieder vorwärts. Ja, der Differenzenquotient, also mein Delta Y geteilt durch Delta X, was ist das? Naja, dazu muss ich einfach zwei Punkte nehmen. Ja, so ein Punktepaar X1, Y1 und X2, Y2 und einfach mal gucken, wie meine Funktion an den beiden Punkten aussieht. Ja, ich habe also Y2 minus Y1 geteilt durch X2 minus X1. Ja, das ist jetzt erstmal sehr naheliegend, aber das sagt mir halt noch nichts. Mein X2 minus X1, na gut, das war mein Delta X, so hatten wir das definiert. Jetzt muss ich für die Ys mal gucken, welche Funktionswerte kriege ich denn daraus? Ich kann erstmal hier bei Punkt Y1 gucken. Das ist relativ einfach. Ja, da kriege ich raus, naja, bei Punkt Y1 muss ich hier einfach nur X1 einsetzen. Ja, das heißt, ich bekomme sowas raus. Hier habe ich minus y1 stehen, also minus a mal x1 Quadrat. Das ist relativ simpel. Auf die linke Seite könnte ich jetzt auch einfach schreiben a mal x2 Quadrat. Das wäre zwar sachlich richtig, bringt uns aber nichts. Warum? Wir wollen ja nachher auf eine Ableitung, die an einem Punkt x1 definiert ist. Also bringt es mir herzlich wenig, wenn ich hier x2 ins Spiel bringe, sondern ich würde natürlich gerne alles von x1 abhängig machen. Jetzt hat mir aber gesagt, naja gut, das kann ich auch einfach ausdrucken, der rechte Rand sozusagen als, also mein x2 ist sowas wie x1 plus der horizontale Abstand, den ich habe. Also x1 plus Delta x. Da habe ich zumindest schon mal mein x1 drin. Das heißt, mein Funktionswert an dieser Position y2 ist sowas wie a mal, jetzt muss ich für dieses x einfach nur x1 plus Delta x einsetzen. Ja, also a mal x1 plus Delta x in Klammern zum Quadrat. Bin ich schon mal ein Stück vorangekommen. Jetzt muss ich diese Klammer einfach nur ausmultiplizieren. Das ist relativ simpel. Ja, ich bekomme raus a, das habe ich ja hier in beiden Termen drin, da und da, also kann ich es vorziehen. Diese Klammer ausmultipliziert ist der erste Term zum Quadrat, also x1 Quadrat, plus zweimal der Mischterm. Ja, Sie wissen, binomische Formel und so. Ja, also zweimal x1 mal Delta x plus der hintere Term zum Quadrat, Delta x Quadrat. Und dann noch natürlich minus diesen Term, x1 Quadrat. Im Nenner passiert nichts Großes, da habe ich immer noch Delta x stehen. Das ist jetzt schon mal ganz nett, weil ich habe hier einmal x1 Quadrat minus x1 Quadrat. Das ist nett, denn das hebt sich weg. Ja, dann bleiben gar nicht mehr so viele Terme über. Ich habe hier noch meine Vorfaktor a mal 2 mal x1 mal Delta x, also diesen Term, plus Delta x Quadrat geteilt durch Delta x. Jo, jetzt muss irgendwann der sogenannte Grenzübergang erfolgen. Ja, Sie erinnern sich, das ist jetzt sozusagen der Ausdruck, wenn die Punkte weit voneinander entfernt sind. Wo ich aber hin will, ist, dass die Punkte ganz, ganz nah aneinander sind. Das heißt, ich muss nachher mein Delta x gegen 0 gehen lassen. Ja, gut. Hierbei wird x1 gleich x gesetzt. Oh Gott, was sagt uns das denn? Naja, ich hatte Ihnen gesagt, im Prinzip muss das ja für jeden Punkt der Funktion gelten. Ja, das heißt, ich muss eigentlich an jedem Punkt meiner Funktion so eine Ableitung bilden können. Ja, also kann ich jetzt einfach ganz allgemein sagen, naja gut, ja, statt zu sagen x1 plus Delta x, das wäre jetzt ein konkreter Punkt. Ja, ein konkreter Punkt. Kann ich auch einfach eine allgemeine Gleichung angeben für x plus Delta x. Ja, wenn ich dann nachher für x x1 einsetze, zum Beispiel, würde ich genau das Ergebnis, also meine Ableitung, meine instantane momentane Steigung am Punkt x1 rauskriegen.
Wenn ich x5 einsetze, kriege ich meine Steigung an Punkt x5 raus. Wenn ich x3 einsetze für x, kriege ich meine Steigung an Punkt x3 raus. Ja, aber erstmal setze ich ganz allgemein x ein und nachher kann ich einfach Punkte einsetzen, die mir gefallen. Ja, also dieser Grenzübergang zur Ableitung f' von x ist, naja, ich nehme einfach wieder diesen Term, den ich hier hatte. Und dann hatte ich Ihnen vorhin erzählt, ja, ich halbiere das immer und mache diese Abstände ganz klein. Fachausdruck dafür oder Fachschreibweise war einfach nur Limes, also Grenzwert Delta x gegen 0. Und dann habe ich diesen Term. Gut, das ist jetzt ein bisschen sperrig, aber Sie sehen, ich habe hier einen Term im Zähler, einen Term im Nenner und in beiden kommt Delta x vor. Ja, also kann ich hier in dieser Klammer einmal ein Delta x natürlich vorziehen und durch dieses Delta x teilen. Dann wird der Ausdruck schon mal ein bisschen netter. Dann habe ich hier immer noch meinen Grenzwert, Delta x gegen 0. Dann habe ich hier 2a mal x. Dieses Delta x konnte ich ja, wie gesagt, vorziehen und ausklammern. Plus a mal Delta x. Ja, das ist nur a, weil dieses Delta x Quadrat, ein Delta x konnte ich, wie gesagt, vorziehen. Gegen dieses Delta x hier unten loswerden. Und dann bleibt das noch übrig. Was ich jetzt mache, ist, naja gut, jetzt muss ich diesen Grenzübergang hier, Delta x gegen 0, tatsächlich einmal ausfüllen. Gut. Dann habe ich hier in meiner Summe aber zwei Terme. Die erste ist 2 mal a mal x. Da haben Sie überhaupt keinen Delta x drinstehen. Ja, das ist einfach nicht drin. Das heißt, das interessiert sich einfach nicht dafür. Ja, das heißt, wenn da kein Delta x drinsteht, ändert sich auch überhaupt nichts, wenn ich Delta x gegen 0 gehen lasse. Ja, das heißt, den Term kann ich schon mal vorziehen und einfach hierher schreiben. Gut, dann habe ich in der Summe noch den zweiten Term, mein a mal Delta x, und muss davon den Grenzwert Delta x gegen 0 irgendwie ausfindig machen. Naja gut, dann kann ich jetzt einfach mal ausrechnen. Ja, ich habe hier einen Vorfaktor a, das ist eine Konstante, das ist immer der gleiche Wert, und ein Delta x. Dann habe ich hier sowas stehen wie eine Konstante mal Delta x, wobei der rechte Wert jetzt gegen 0 gehen soll. Naja gut, eine Konstante mal 0 gibt 0. Dementsprechend, was überbleibt, ist 2 mal a mal x plus 0. Das ist jetzt schon das allgemeine Ergebnis. Ja, denn wir hatten gesagt, ja, mein x1 ist x gesetzt. Das heißt, da kann ich jetzt nachher jeden beliebigen x-Wert an meiner Funktion angeben. Ja, das bedeutet, wenn ich meine Funktion ax² habe, eine Parabel, ist meine Ableitung also sowas wie 2 mal a mal x. Kann ich jetzt mal für verschiedene Punkte ausprobieren. Ja, ich sag mal, wenn ich mir den Punkt x gleich 0 ansehe, dann bekomme ich raus, dass meine Steigung gleich 0 ist. Ja, hier 0 eingesetzt, kommt 0 raus. Macht das Sinn? Naja, wenn Sie überlegen, wie so eine Parabel aussieht, am Punkt 0 sind Sie hier ganz unten. Wenn Sie überlegen, da können Sie eine Tangente anlegen und dann ist das einfach ein horizontaler Strich. Ja, der hat in der Tat die Steigung 0. Das macht Sinn. Am Punkt 1, also am x-Achsenabschnitt x gleich 1, naja, was kriegen Sie da raus? 2a. Da haben Sie also eine endliche Steigung nach oben. Das macht Sinn. Gut, am x-Achsenabschnitt 2 kriegen Sie hier schon 4a raus, also das Doppelte. Die Steigung ist da also höher. Auch das macht Sinn, so eine Parabel wird ja immer steiler, wenn Sie vom Minimum wegkommen. Ja? Also auch das macht Sinn. Diese Ableitung, die Sie hier ausgerichtet haben, ist also wieder eine Funktion. Ja, ich kann sie Ableitungsfunktion oder erste Ableitung nennen, ist relativ egal, aber es ist wieder eine Funktion, denn sie hängt wieder von x ab. Ja, ich kann also, wenn ich meine Funktion habe, an jedem einzelnen Punkt auch die Steigung dieser Funktion angeben. Ja, und generell, wenn wir jetzt das physikalische Setting sozusagen wieder nehmen, naja, wenn ich sozusagen eine Funktion Ort gegen Zeit hätte und dann die Ableitung bilde, hatten wir gesagt, das ist eine Geschwindigkeit. Ja, das bedeutet einfach nur, wenn ich also diese Funktionszuordnung habe, dass ich jederzeit einen, nennen wir es mal, Aufenthaltsort zuweisen kann, kann ich also durch Ableitung auch jedem Zeitpunkt eine momentane Geschwindigkeit sozusagen zuweisen. Denn das ist die Ableitung. Ja? Nichts anderes haben wir jetzt mal gemacht. Und wir wissen jetzt, zumindest für gewisse Bewegungen, ja, wüssten Sie jetzt, naja gut, wenn sich diese ja, Ortsabhängigkeit gegen Zeit so verhalten würde, würde sich die Geschwindigkeit so verhalten. Gut, das war die Ableitung erster Ordnung oder die erste Ableitung. Allgemein können Sie zeigen, dass wenn Sie bei, ja, wenn Ihre Funktion ein gewisses Potenzgesetz hat, ja, die Steigung der Funktion wie folgt gegeben ist. Ja, ich hatte gesagt, gerade hatten wir uns eine Parabel angeguckt. Ja, da hatten wir also a mal x hoch 2. Wenn Sie jetzt ein allgemeines Potenzgesetz haben, also nicht x hoch 2, sondern x hoch n,
dann ist die Ableitung so gegeben. F' von x ist gleich, der Vorfaktor bleibt der gleiche, mal n, also ihr Potenzgesetz, mal x hoch n minus 1. Ja, gucken wir hier nochmal, ob das hier oben gestimmt hat. Ja, ihr a mal x hoch 2, also ihr n war gleich 2, setzen wir das hier mal ein. Dann müssten wir also rauskriegen a mal 2 mal x hoch 2 minus 1. Also 2 minus 1 ist 1, also müssten Sie rauskriegen a mal 2 mal x. Und genau das ist das, was wir gerade rausbekommen haben. Ja, das heißt, das funktioniert. Probieren Sie es gerne selber mal für andere Potenzen aus. Ja, x hoch 3, x hoch 4, x hoch 5 wird immer funktionieren. Ja, formal bedeutet das, was wir gemacht haben, jetzt müssen wir wieder ein bisschen Vokabeln lernen, der Differenzenquotient geht nach dem Grenzübergang in einen Differentialquotienten über. Ja, zur Erinnerung, Differenzenquotient war sozusagen die Steigung zwischen zwei Punkten, die wir uns ausgesucht hatten. Und jetzt wollten wir dazu übergehen, die Steigung an einem einzelnen Punkt zu definieren. Und das ist dieser sogenannte Differentialquotient, also die Ableitung. Ja, also ein Differentialquotient ist sowas wie, ja, man kann es y' schreiben oder f' von x. Und das war, wie gesagt, unser Grenzübergang, ja, wenn wir diesen Abschnitt nehmen, Delta y geteilt durch diesen Abschnitt Delta x und diesen Abschnitt Delta x einfach gegen 0 gehen lassen. Ja, da hatte ich Ihnen gesagt, wie diese Vorschrift zu verstehen ist und warum wir das hier so als Limes schreiben. Ja, und das ist der sogenannte Differentialquotient, der mir tatsächlich die Ableitung oder die Steigung um einen einzelnen Punkt angibt. In der Physik ein bisschen weiter verbreitet ist die Leibniz-Schreibweise. Ja, da sagen wir, unser y' oder ein Strich von x ist sowas wie, naja, wir sagen jetzt nicht Delta y geteilt durch Delta x und dann Delta x gegen 0, sondern wir wollen diesen Limes loswerden. Ich habe gesagt, wir sind faul. Wir wollen das so kurz schreiben wie irgendwie möglich. Ja, und dementsprechend ist es üblich, das dann über so kleine ds zu schreiben. Ja, wenn Sie so sehen, dy nach dx bedeutet das im Prinzip nichts anderes, als dass wir diesen Differentialquotienten haben, was einfach bedeutet, naja, wir wollen uns die Steigung dieser Funktion y im Hinblick auf die Variable x angucken, und zwar an einem einzelnen Punkt. Ja, deswegen dieser Differentialquotient. Das ist nichts anderes als das hier, nur noch kürzer ausgedrückt. Wie gesagt, da ist nicht mehr oder weniger Verständnis drin. Das ist nur Vokabellernen. Ja, dementsprechend kann man all das auch anders schreiben. Zum Beispiel Ableitung einer Funktion können Sie auch so schreiben. D nach dx, Klammer auf, ax² ist gleich 2ax. Was haben wir hier jetzt stehen? Naja, hier unten steht immer das, wonach wir ableiten wollen. Also d nach dx. Das d können wir hier stehen lassen. Hier stand immer die Funktion. Die Funktion kann aber natürlich auch beliebig komplex sein. Das muss nicht ein Buchstabe sein, sondern, wie wir es ja vorhin hatten, wenn Sie nochmal zurückgucken, ja, unsere Funktion, unser y, war ax². Das bedeutet, ich kann hier auch einfach mein y durch, natürlich in einer Klammer, die gesamte Funktion ersetzen. Das funktioniert auch. Ja, und was wir hier stehen haben, ist einfach nur, naja, habe ich meine Funktion, die leite ich nach x ab und an jedem Punkt oder jeden x-Achsenabschnitt x, also an jedem x-Punkt, ist die Ableitung dann durch diese Funktion gegeben. Ja, wie Sie schon festgestellt hatten, für Potenzfunktionen hatte ich Ihnen jetzt schon angegeben, wie das aussehen muss. Ja, da haben Sie diese nette Abhängigkeit, dass a mal x hoch n, dass Sie daraus bekommen, die Ableitung sei a mal n mal x hoch n minus 1. Ja, in der Schreibweise, die wir gerade hatten, sieht das Ganze dann so aus. Wir haben eine Ableitung nach x, wir haben eine Potenzfunktion, x hoch n, dann sieht die Ableitung ganz allgemein so aus, n mal x hoch n minus 1. Natürlich ist das nicht die einzige Funktion, die Sie interessieren könnte. Ja, es gibt für viele andere elementare Funktionen sind die Ableitungen sehr gut bekannt, und das sollten Sie so ein bisschen drauf haben. Die zweite wichtige Funktion ist die Wurzel. D nach dx der Wurzelfunktion ist gleich 1 durch 2 mal Wurzel x. Das heißt, die Wurzel wandert in den Nenner. Falls Sie sich das nicht merken können, ein anderes probates Mittel ist, diese Wurzel einfach als Potenzfunktion zu schreiben. Ja, wie Sie vielleicht wissen, Wurzel x ist nichts anderes als x hoch 1/2. Ja, überlegen Sie mal, schreiben Sie sich das auf, das ist generell wichtig, ja, vom Zuhören hier, ist zwar ein erster Schritt, aber lernen werden Sie es wahrscheinlich nicht pur durchs Zuhören, es sei denn, Sie sind a hochbegabt oder b kennen das Thema schon länger, ja, sondern x, Sie es tatsächlich bitte einmal auf dem Papier aus, das hilft Ihnen viel, viel mehr, als mir hier stundenlang zuzuhören, ja, Physik lernt man
Mathematik natürlich auch leider am besten durch selber machen. Von daher machen Sie es einfach mal. Ja, überlegen Sie, Wurzel x ist nichts anderes als x hoch 1/2. Dann überlegen Sie mal, wie das hier aussehen würde, wenn Sie hier quasi für n 1/2 einsetzen und dann mal gucken, wie die Funktion aussieht. Sie werden feststellen, dann kommen Sie auf genau die gleiche Funktion hier. Probieren Sie es einfach mal aus. Ja, da lernen Sie mehr, wie gesagt, wenn Sie das jetzt einmal ausprobieren, als wenn Sie mir lange zuhören. Die dritte Funktion ist ganz nett. Ja, Sinus und Cosinus werden wir relativ häufig betrachten müssen, weil wir haben sehr, sehr viele periodische Funktionen, von denen wir die Ableitung häufiger brauchen. Und wenn Sie Sinus x ableiten nach x, ist die Ableitung Cosinus. Ja, Cosinus von x wieder. Genauso, wenn Sie Cosinus von x ableiten, wieder nach x, bekommen Sie minus Sinus x raus. Das ist ganz nett. Sie sehen, es geht da, ja, da eine gewisse Kreisabhängigkeit, weil wenn Sie minus Sinus x jetzt nochmal ableiten würden, bekämen Sie, naja, müssen Sie hier minus Sinus einsetzen, minus Cosinus x raus. Wenn Sie minus Cosinus x dann nochmal ableiten, kämen Sie wieder auf Sinus x. Das heißt, ne, wenn Sie viermal hintereinander ableiten, sind Sie einmal komplett im Kreis herum. Das hat später nochmal gewisse Vorteile. Eine weitere Funktion, die man häufiger mal benutzt, ist der Logarithmus. Der wird uns zum Beispiel später mal in der Raketengleichung ja, begegnen und so weiter. Wenn Sie den nach x ableiten, kommt eine sehr, sehr einfache Funktion raus, und zwar 1 durch x. Merken Sie sich das oder versuchen sich zumindest daran zu erinnern, das werden Sie häufiger brauchen. Und als allerletzte Funktion, die ich Ihnen jetzt nochmal nahelegen möchte, weil die in der Physik ja wirklich sehr, sehr wichtig ist und sehr, sehr häufig auftaucht und auch weil das vieles einfacher macht, möchte ich nochmal die Exponentialfunktion hier vorstellen, hier unten, e hoch x. Wenn Sie die ableiten möchten, stellen Sie fest, naja, ich nehme mein e hoch x, leite das nach x ab und ich bekomme raus e hoch x. Genau die Funktion, die ich reingesteckt habe. Das heißt, die Funktion ist ihre eigene Ableitung. Das mag Ihnen jetzt erstmal wie ein Kuriosum erscheinen, wird aber später extrem nützlich. Denn es gibt sehr, sehr viele Gleichungen später, die Differentialgleichungen werden. Das heißt, Sie suchen irgendwelche Probleme oder Sie haben irgendeine Problemstellung, wo die Ableitung einer gewissen Größe gegeben ist als ein Vielfaches der Größe selber oder sowas. Bei der Lösung von sowas hilft es Ihnen natürlich enorm, weil das mathematisch schwer zu bewerkstelligen ist, wenn Sie eine Funktion haben, bei der die Ableitung das gleiche ist wie die Funktion selber. Weil sonst sehen Sie hier, können da sehr, sehr komplexe Abhängigkeiten auftreten. Es ist nicht immer so ganz klar, wie Sie sowas abgleichen können. Für viele dieser Fälle ist es extrem einfach oder es macht Ihnen die Rechnung extrem einfacher, wenn Sie eine Funktion kennen, die Ihre eigene Ableitung ist. Das ist die Exponentialfunktion. Und ich, ja, ohne groß zu spoilern, kann ich Ihnen jetzt schon sagen, die wird Ihnen noch häufiger begegnen in dieser Vorlesung. Ja, da kommt noch sehr, sehr viel dazu dran. Ja, das heißt, allein aufgrund dieser Eigenschaft ist die halt einfach sehr, sehr wichtig. Gut, damit habe ich Ihnen jetzt wirklich eine sehr, 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 sehr grundlegende und basic Einführung in die Ableitung gegeben. Da war jetzt wahrscheinlich schon viel Schulwissen dabei. Wenn Sie einen Mathe-Einführungskurs gemacht haben, kam Ihnen das wahrscheinlich auch relativ bekannt vor. Aber wie gesagt, es geht vor allem darum, A, das einmal verstanden zu haben und B, naja, einmal, ich sag mal, Vokabeln zu lernen und die Schreibweise zu verinnerlichen. Ja, sehr, sehr viel Verwirrung bei Studierenden liegt einfach nur daran, dass sie das Konzept zwar verstanden haben, aber mit der Schreibweise nicht ganz so vertraut sind und dann nachher das eine und das andere nicht zusammenbringen können. Das muss nicht sein. Ja, von daher, wenn Sie jetzt die Schreibweise ein bisschen drauf haben, hilft Ihnen das auch schon weiter. Ja, damit sind wir mit der mathematischen Ergänzung für diese Woche auch schon wieder durch. Ja, nächste Woche geht es nochmal mit so ein paar Spezialfällen, so ein paar komplexeren Sachen zu Ableitungen und so weiter. Ja, weiter. Und bis dahin wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende und sehen uns nächste Woche an dieser Stelle. Bis denn.